Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu C. Heute geht es um Schleifen, das erste Mal um echte Schleifen. Schleifen bedeutet, wir machen einen gewissen Abschnitt von Code, lassen wir mehr als einmal laufen, nämlich eine gewisse Anzahl an Schritten mal. Das hört sich jetzt erstmal kompliziert an, ist aber eigentlich auch sehr einfach. Und was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir zählen zum Beispiel. Wir können jetzt hier schreiben, while ist das Schlüsselwort dazu für die erste Schleife, die wir kennenlernen werden. While, und dann sagen wir hier zum Beispiel a größer 0. Achtung, wir brauchen jetzt hier höchstwahrscheinlich kein gleich, sondern meistens ein größer oder sowas. Also solange a größer als 0 ist, wollen wir irgendwas tun. Und dieses irgendwas, das steht hier drin. Zum Beispiel sagen wir, wir wollen bitte einmal ausgeben, printf. A ist Prozent D und dann geben, ah halt, Backslash N nicht vergessen. Und dann geben wir A aus. Okay, was das jetzt tun wird, ist, es wird uns eine Endlosschleife produzieren. Wir werden einfach unendlich oft das Ganze ausführen. Ich zeige es euch gerade mal, wie das jetzt aussieht. Wir kriegen A ist 4 unendlich oft ausgegeben. Ihr seht, was mit meiner Konsole passiert. Die spinnt total. Also ich könnte jetzt hier hochscrollen, aber ihr würdet wahrscheinlich immer nur a ist 4 lesen. Das liegt daran, while a größer 0 ist immer wahr, denn wir verändern a ja hier nicht. Wir sagen immer, wenn a 0, a größer 0 ist, dann gib aus, a ist und dann den Wert von a. So, jetzt müssen wir aber noch irgendwie dafür sorgen, dass a irgendwann auch mal kleiner oder gleich 0 wird, denn ansonsten macht es ja keinen Spaß. Und deswegen sagen wir hier a minus minus. Und da brauchen wir dieses Plus Plus oder Minus Minus ständig. Also sagen wir jetzt hier, wir zählen a runter von 4 auf 0. So, jetzt kriegen wir hier ganz schnell a ist 4, a ist 3, a ist 2, a ist 1 und dann ist die Bedingung hier nicht mehr wahr. Denn a größer 0 gilt ja danach nicht mehr. Weil wenn a gleich 0 wäre, dann wäre die Bedingung hier oben falsch. Und wenn die Bedingung hier falsch ist, dann gehen wir hier nicht rein, sondern springen hier runter. Also gehen wir nur bis 1 runter und sind fertig. Wenn ich jetzt hier in größer gleich reinschreibe, dann passiert es, dass wir hier 0 auch noch rauskriegen. Denn a ist ja dann auch immer noch 0. Wir können natürlich auch von unten nach oben zählen, indem wir hier sagen, solange a kleiner ist als 20, printf a. Und jetzt müssen wir hier aber aufpassen, dass wir a plus plus eingeben und nicht verkleinern. Und dann passiert das hier. Wir zählen quasi hoch. Aber Achtung, auch hier wieder, ich habe ein echt kleiner geschrieben. Das heißt, der Fall, dass a 20 ist, ist nicht mehr in unserer Schleife enthalten. Wir machen das dann auch gar nicht mehr. Sondern wir sagen, wenn a 20 ist, fertig, hier runterspringen und return 0. Was mit dem Return übrigens auf sich hat, das braucht ihr noch nicht wissen, das machen wir alles noch. Okay, ja, so funktioniert im Prinzip die While-Schleife. Ziemlich einfach eigentlich. Ich kann hier natürlich auch noch meine Bedingungen variieren. Ich kann natürlich auch sagen, und b minus 3 oder sowas, dann muss b auch minus 3 sein. Und wenn ich jetzt hier ein oder schreibe, dann reicht es, wenn eins davon wahr ist. Und dann habe ich ein Problem, weil das hier produziert mir auch wieder eine Endlosschleife und ich zähle quasi mein a unendlich lange hoch. Also sieht das Ganze so aus. Und wir sind relativ schnell bei 75.000, obwohl b sich überhaupt nicht verändert, weil b gleich minus 3 ist ja immer wahr. So, auch hier gilt übrigens wieder, ich kann die Dinger schachteln, wie ich das Ganze möchte. Und kann hier einfach nochmal eine While reinschreiben. Zum Beispiel while b kleiner als 0, printf und dann sagen wir hier noch b++. Okay. So, was wir jetzt hier machen ist, wir zählen erstmal a bis 20 hoch und jedes Mal, wenn wir a 1 erhöht haben, 1 erhöhen tun wir hier unten, jedes Mal, wenn wir das getan haben, zählen wir b wieder erneut von diesen minus 3 auf 0 hoch. Das Ganze sieht dann so aus. Ja, das sind jetzt hier tatsächlich nur 3 Stück, denn wir zählen, ach, das ist jetzt sehr kompliziert, ich kopiere das einfach mal hier rein. Und wir gucken uns an, was hier drin passiert. Das ist dann, glaube ich, die einleuchtendere Variante, wenn wir hier drin b auf minus 3 setzen. Genau. So, jetzt kriegen wir hier
A ist 4 ausgegeben und zwar 3 mal. Warum? Weil wir hier drin B gleich minus 3 haben. Okay, B ist minus 3, also gehen wir hier in die While-Schleife rein, geben aus A ist 4. Ich schreibe das hier gerade mal so hin. Geben aus A ist 4. Dann erhöhen wir B um 1, dann ist B minus 2. Dann gehen wir wieder hier rein, denn B ist ja immer noch kleiner als 0, geben wieder aus A ist 4, erhöhen B wieder, dann ist es minus 1, geben wieder aus A ist 4 und dann erhöhen wir es wieder, dann ist ja B gleich 1. So, dann sind wir hier fertig und dann springen wir hier runter und haben hier dann A plus plus. Das heißt, wir erhöhen A um 1, dann ist A 5. Okay, so und dann springen wir wieder an den Anfang von der While-Schleife hier hoch, da wo das int B gleich minus 3 steht, das eigentlich eingerückt sein sollte. So. Okay, und fangen wieder von vorne an. B ist wieder minus 3, am Anfang wieder. Okay, das heißt, B ist wieder kleiner als 0. Dann sagen wir hier drin, okay, wir geben wieder A aus und wir erhöhen B um 1. Wir geben wieder A aus, erhöhen B um 1 und so weiter und so fort, bis B wieder 0 ist, dann springen wir hier wieder raus, erhöhen A um 1 und so weiter und so fort. Und deswegen kriegen wir hier so einen Haufen Ausgaben, nämlich jede Ausgabe 3 Mal. So, warum hat es jetzt am Anfang hier nur A ist 4 ausgegeben? Wenn ich hier oben hinschreibe, int B gleich minus 3, dann kriege ich nur A ist 4, A ist 4, A ist 4. Warum ist das so? Naja, ich gehe hier erstmal rein, A ist kleiner als 20, es ist nämlich 4. Okay, dann gehen wir hier in diese While-Schleife rein, B ist minus 3. Und wir geben aus, A ist 4, erhöhen B um 1, dann sind wir bei minus 2, machen das Ganze nochmal, sind wir bei minus 1, machen das Ganze nochmal und dann ist B gleich 0. So, und jetzt erfahrt ihr gleich, was passiert oder habt ihr euch wahrscheinlich schon gedacht. Wir erhöhen A, dann ist A 19, aber wenn wir jetzt hier wieder schauen, wollen wir wieder in diese While-Schleife rein? Nein, wollen wir nicht, weil B ist ja immer noch 0. Denn wir haben es ja schon ein paar Mal erhöht und wir haben hier oben nicht wieder gesagt, okay, B ist minus 3. Das haben wir ja davor schon alles erhöht gehabt und jetzt gibt es ja kein neues B minus 3 bitte mehr. Deswegen sind wir hier schon fertig und überspringen diese komplette While-Schleife und das machen wir, bis hier alles zu Ende ist und wir haben außerhalb kein Print-Statement mehr, deswegen wird hier niemals mehr irgendwas ausgegeben. Ja, ein kleines Beispiel dafür, wie wichtig sein kann, wo ihr eure Variablen definiert. Aber zu diesem Zählen gibt es ein paar vereinfachte Sachen, nämlich die sogenannte Vorschleife. Und die werden wir uns nächstes Mal angucken. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, wir haben hier ein paar komplizierte Sachen gemacht heute. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.